Ja, wie immer kursiert im Internet gefährliches Halbwissen herum und das betrifft auch Pokémon Conquest für den DS und da gibt es die Gerüchte, dass die US-Version nicht kompatibel mit DSi oder DSi XL oder 3DS-Systemen sei und das ist falsch. Angeblich soll das Spiel über DSi-Features verfügen, das heißt, diese Spiele mit DSi-Features, die sind gesperrt, die sind regional gesperrt sind die und können nicht auf europäischen Systemen beispielsweise gespielt werden oder umgekehrt. Und Pokémon Conquest ist noch nicht in Europa erschienen, soll unter dieser gleichen Sperre leiden und das ist eigentlich nicht richtig. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ein Beweis, dass DSi-Features enthalten sind, soll angeblich dieser Code hier darstellen, der mit, ich glaube, das kann man nicht so gut sehen, Kamera, TWL anfängt. Und der Beweis dafür sein soll, dieses Spiel hat DSi-Features und ist somit regional beschränkt. Ich habe das Spiel aber auf gut Glück bestellt, nach den ganzen düsteren Aussagen im Internet, das Spiel würde nicht laufen, ist aber Unsinn, ich habe es auf dem 3DS getestet und es läuft einwandfrei. Und dass ihr das auch mal sehen könnt, kann ich die Karte jetzt mal in den 3DS legen. Augenblick bitte. Liest das Spiel ohne Probleme ein, perfekt. Es wird erkannt. Das sollte auch aus. Und jetzt gehe ich einfach mal da drauf und starte das Spiel auch. Es läuft einwandfrei. Ja, wie immer sollte man nicht alles glauben, was im Internet steht. Ich weiß allerdings, tatsächlich nicht, wie es auf DSi oder DSi XL-Systemen ausschaut, denn man hat bekannt gegeben, dass es auf den Geräten auf keinen Fall laufen soll, aber auf dem 3DS läuft es und es hindert euch also niemand daran, das Spiel zu importieren oder es zumindest mal irgendwie auszuleihen. Aber es läuft und das ist die Hauptsache. Was nun mit der regionalen Beschränkung ist, das weiß ich nicht. Kann keine Bestätigung für den DSi oder DSi XL ausstellen, aber habt ihr einen 3DS, importiert es euch.